Sind wir wieder? Wir spielen 7 Days to Die. Hallo, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich da bin. Und ich will jetzt langsam mal ernten, wieder neu aussehen. Ernten ist erst nur der Mais. Und dann mit aussehen ist dann auch erst nur der Mais. Ich packe mir mal hier den ganzen Mais so weit weg. Ist sowieso fertig. Können wir dann praktisch auch ernten. Was nützt das denn, wenn da hier noch rumsteht? Na, rennen da die Zombies so durch oder was? Und dann ist der im Arsch. Das will ich nicht. Ja, jetzt kann ich, jetzt habe ich geerntet. Und was ist, kann ich auch wieder nicht aussehen, weil ich hier noch alles voll habe. Na gut, wie viel machen wir? 20? Moment. Das. Rezepte. Transit. Kraft. Ach, das sind nochmal 20 Minuten. Das sind dann auch nochmal ein. Das sind. Boah, ich hau ich denn ab? Weil das geht ja wohl irgendwie nicht. Naja, aber ich bin zu voll, sonst würde ich den ja hier stoppen. Oder? Nee, doch, ich bin nicht zu voll. Ja, komm, mach weg da jetzt. Siehste? Gut. Dann können wir jetzt gleich wieder reingehen. Die letzten sechs Dinger da noch setzen, die wir jetzt craften. Ist dann zwar noch nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, aber immerhin, wir haben ein bisschen was an Schutz. Mal den nochmal raus. Die beiden schon mal rein. Wie lange dauert das? 34, 33, also ja, auf jeden Fall jede Menge Zeit. Halbe Minute noch. Empty. Wo ist denn jetzt hier ist mein Klopphengst? Wenn ich noch 500 Eisen habe, dann ist das doch wohl ein bisschen mehr als 7 Stück. Ja, dann mache ich gleich noch welche nach, ist doch egal. Ich suche schön bevor wenn bei uns so. So, um 18 Uhr höre ich auf und nehme dann auf die gesamte Zeit dann anschließend praktisch. Je nachdem, wie lange es dauert, bis ich wieder sterbe oder so. So, jetzt haben wir hier noch zwei. Wie viel Eisen haben wir noch? 443. Ich glaube, dann können wir noch welche machen. So, was haben wir da noch? Diese Dinger da. Wie viel machen wir uns denn jetzt noch? Wie viel haben wir? 383. Dann machen wir nochmal 5 oder 6 Stück. Ach Mensch. Es. Bikes. Nee, stopp. Good Long Spikes wollte ich haben. Kurzen Spikes kann ich natürlich auch noch ausstellen, das ist ja gar keine Frage. Aber ich denke, ich kann auch langsam mal wieder ein bisschen aussehen. Lamba 40, die sind durch, das ist schön. Dann machen wir das doch auch. Sehen wir ein bisschen aus hier. So, machen wir die nächste Reihe fertig aus. Haben wir dann alle weg. 17 noch.
Sind also doch noch ein paar. Gut. Mann, setz dich doch da jetzt hin, ey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt vom Garageneingang machen muss, wo ich meine, dass die meisten Zombies rumhängen. Aber der Platz ist jetzt gewählt. Den nehmen wir und fertig aus. So, dann haben wir die auch. Dann können wir hier wieder diese Long Spikes reinsetzen. Dann machen wir die 10 da auch noch eben hin. Na gut, den setze ich gleich. Ich habe kein Holz mehr. Ja, das ist schön. Ich liebe sowas. Aber das wisst ihr ja sicher. Und 8. Moment, ich mache nochmal hier auch sofort Gunpowder voll. Nicht, dass wir da irgendwelche falschen Überlegungen haben. Ja, die Hacker, Beile bald schon weg. Ich habe immer noch den Knochen gebrochen. Hoffentlich komme ich da noch oben aufs Dach auf. Der Beile eben weiter. Holz genug müssten wir eigentlich haben. So, und dann hauen wir wieder ab rein. Und den Aufwertungstool rausholen und aufwerten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viel Leben kriege davon. So, und den noch. So, damit haben wir die alle weg. Ist das Eisen auch weg? Ja, fast. Gut. Können die noch ein, zwei machen, aber ich sehe da jetzt keinen Sinn mehr drin. Ich mache lieber dafür gleich kurze Woodspikes und stelle dann die restlichen Räume hiermit aus. Und dann hat sich das erstmal. So, dann rennen wir wieder raus. Gehen kurz auf den Dachboden. Und wenn ich oben bin, mache ich noch eine kurze Pause. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage ciao, ciao und bye bye.